Liebes Publikum, liebe Kinder, hier kommt die Rabauken-Combo! Liebe Kinder, heute erzähle ich euch eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Erzählt hat sie mir ein kleiner Junge namens Titus. Aber ich beginne wohl besser von vorne. Wisst ihr eigentlich, warum es so viele leerstehende alte Häuser gibt? Weil es in diesen Häusern spukt. An manchen Tagen ist es besonders unheimlich. Da hört man es jaulen, wimmern, heulen, poltern und pochen. Und gelegentlich geht von manch einem Haus sogar ohrenbetäubender schriller Lärm aus, sodass man es nicht wagen sollte, irgendeines dieser Häuser zu betreten. In den Urlaub fahren. Es ist viel, viel besser. Ja, es ist viel besser, Kinder. Aber wir wissen noch nicht, was es ist. Was könnte es denn sein? Habt ihr eine Idee? Ein neues Haus? Nee. Eine Schildkröte? Ein neues Auto? Ferien? Geht's so frei? Ich werde euch helfen, dann gebt mal acht. Also es ist nicht hitzefrei, es ist kein Eis, kein Vanilleeis, kein Schokoladeneis, kein Halloween, auch kein Geist, aber gebt mal acht, ich erkläre es euch. Gebt mal acht, es kann nicht gehen, man kann es nicht sehen, es hat kein Gewicht, ist kein Gedicht, auch kein Versehen. Nein, es ist nicht mal rund, schmeckt zum Glück auch nicht gesund. Es ist gemein, was kann das sein? Mir fällt nichts ein. Nein, es ist viel besser, 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 besser. Das kleine Gespenst freute sich so über seinen Spuk mit dem Apfel, dass es schon gar nicht bemerkte, dass es schon fast überheblich wirkte. Also, so gruselig war das nun auch wieder nicht, bemerkte Titus unbeeindruckt. Das ist eine Unverschämtheit, erwiderte das Schattenwesen. Dein Gesichtsausdruck auf diesem Foto ist ja wohl der Beweis, dass es dich ganz schön gegruselt hat. Also ich finde, ich sehe da eher dämlich aus. Von erschrocken keine Spur, gab Titus gelassen zurück. Da müsstest du dir schon etwas Unheimlicheres einfallen lassen, als meinen Apfel zu essen. Aber wenn Dinge plötzlich weg sind, das ist doch unheimlich, oder? Ich meine, ich kann dir auch gerne etwas anderes zeigen, wenn du das willst. Aber ich warne dich, das ist dann so schlimm und so gruselig, dass du mit ziemlicher Sicherheit schreiend und zitternd aus dem Zimmer läufst. Ja, das klingt gut. Merk dir ein paar Sachen, die das Gruseln schöner machen. Lautes Knarzen, Klirren, Krachen, das klingt gut.
packte seine singende Säge und begann eine wunderschöne Melodie zu spielen. Der alte Mann vernahm den Klang und ihm schien, es wäre ein angenehmer Traum. Von mir. Ich will allein sein. Lass mich in Ruhe. Gustav, findest du es denn richtig, dass ich bei einer netten Familie spuken soll, nur weil du alleine sein willst? Ja, ich möchte keine Nachbarn und schon gar keine lästigen und nervigen Kinder. Ich möchte meine Ruhe und meine Einsamkeit genießen. Deine Einsamkeit genießen, so, so. Ja, seitdem meine Frau nicht mehr da ist, brauche ich niemanden mehr. Ich bin alleine, ja, und so, so soll es bleiben. Aber was können denn da die Nachbarn dafür? Sie haben Kinder und das macht mich traurig. Meine Frau und ich, wir hätten auch gerne eine Familie gehabt. Jedes Mal, wenn ich ein Kinderlachen höre, dann sticht es in meinem Herzen vor Traurigkeit. Es ist, als ob sie dort seit vielen Jahren wohnen würde. In deinem Herzen wohnt also die Traurigkeit. Ja. Und deine Liebe und deine Freude für das Leben und andere Menschen? Wo wohnen sie? Haben sie neben der Traurigkeit noch Platz in deinem Herzen? Nach diesem Satz verschwand Fridolin wieder. Der alte Mann erwachte und begann zu weinen. Mit jeder Träne, die er verlor, wurde sein Schmerz leichter. Und er erkannte, dass er etwas getan hatte, was nicht gut gewesen war. Er begriff, dass er der Traurigkeit in seinem Herzen viel zu viel Platz eingeräumt hatte. Neugierig liefen die Kinder die Treppe hinab. Papa hatte die Tür bereits geöffnet. Draußen stand ein alter Mann und hielt einen Korb mit Äpfeln in der Hand. Guten Morgen. Ich heiße Gustav. Möchten Sie vielleicht ein paar von meinen Äpfeln? Das ist aber nett von Ihnen. Haben Sie denn schon gefrühstückt? Fragte Papa, nahm den Korb entgegen und bat Gustav herein. Hinter der Tür des alten Hauses in der Eichenallee 8
Freude aus. Ebenso wie in Gustavs Herzen. Und von da an wuchs eine tiefe Freundschaft zwischen der Familie und ihm. Und alle waren froh, denn, wie Papa ja schon früher wusste, alles wird besser. Viel besser. Es ist nicht groß, es ist nicht klein, es ist kein Blumenstrauß, nicht süß, auch kein Wein. Es kann nicht gehen, man kann's nicht sehen, doch es macht Freude und ich muss es euch erzählen. Es ist viel besser, 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 noch besser als kein Mensch. Es ist viel besser, 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 besser noch als gut. Es macht mir Mut. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, liebe Kinder. Schön, dass ihr da wart, dass wir für euch heute Musik machen durften und für euch die Geschichte erzählen durften. Thank you.